Na geht doch. Unsere Bürger sind wohlgenährt, glücklich und zufrieden. Und betrunken. Dann können wir die Zeit ja nutzen und uns die Grafik der Preview-Version von Anno 2205 etwas genauer anschauen. Anfangs erwartet uns traditionell eine leere Insel. Die gilt es zu besiedeln. Laut Entwickler Bluebyte soll Anno 2205 im Vergleich zu Anno 2070 mit bis zu 5-mal größeren Karten, einem deutlich höheren Detailgrad und Unmengen an animierten Objekten aufwarten. Dafür wurde eigens eine neue Grafik-Engine entwickelt und die bietet auch abseits der Zivilisation detailverliebte Landschaften. Im ewigen Eis der Arktis schneit es durchgängig, Eisschollen treiben auf dem Wasser und ein Eisbär stapft einsam durch den Schnee. In den wärmeren Gebieten tummeln sich Wale im Meer, an den Küsten ziehen Vögel ihre Kreise, auf den Berghängen klettern Ziegen und in den Wäldern trotten Schafe, Rehe und Hirsche gemächlich durchs Unterholz. Die Texturen bleiben dabei auch auf der höchsten Zoomstufe knackscharf und zeigen viele Details. Fahren wir mit der Kamera weiter heraus, gehen zwar einige Feinheiten verloren, trotzdem sieht Anno 2205 noch sehr gut aus. Und bis auf einige Ruckler skaliert die Engine problemlos zwischen den Zoomstufen. Etwas enttäuscht sind wir bislang noch von der Darstellung des Wassers. Schließlich gehörte dieser Punkt immer zu den Stärken der Anno-Reihe. Unsere Preview-Version hat zwar durchaus hübsche Gischt und Brandungen und Reflexionen zu bieten, das Meer und die Wellen erinnern beim genauen Hinschauen aber eher an Plastik als an die raue See. Nach einigen Spielstunden haben wir uns eine passable Stadt gebaut. Und auch hier kann die Anno-Engine wirklich glänzen. Wie die Landschaften beeindrucken auch die Siedlungen mit realistischen Größenverhältnissen und hohem Detailgrad. Häuserfassaden reflektieren die Passanten und Fahrzeuge, aus Fabrikanlagen dampft und qualmt es und jedes Gebäude wirft realistische Schatten. Die kommen besonders gut zur Geltung, wenn wir im Optionsmenü den Tag- und Nachtwechsel aktivieren und die Zeit etwas beschleunigen. Kurzum, so detailreich und imposant war noch kein Teil der Aufbaureihe. Das verlangt allerdings auch nach satter Leistung. Mit konkreten Aussagen zur Hardware müssen wir zwar noch bis zur Release-Version warten, aber gerade beim Betrachten einer Stadt aus der Ferne, wenn also viele Objekte und Details gleichzeitig sichtbar sind, verlangt das neue Anno in maximaler Grafikqualität dem Prozessor und der Grafikkarte einiges ab. Wählen wir eine niedrigere Qualitätsstufe, gibt es weniger Reflexionen und Objekte. Und auch die Texturen werden matschiger. Dafür erhält man aber einen spürbaren Performance-Schub. Und so sollte Anno 2205 auch auf älterer Hardware noch flüssig spielbar sein. Die Preview-Version von Anno 2205 lief beim Test abgesehen von vereinzelten Rucklern ohne Probleme. Abstürze oder Grafikfehler gab es keine. Die Vorzeichen stehen also gut, dass uns zum geplanten Release am 3. November mit Anno 2205 eines der bislang schönsten Aufbaustrategiespiele erwartet.